Hey, na, was geht? Willkommen zurück hier bei Dead Island. Genieß gerade so ein bisschen einen schönen Tag am Pool. Damn, Alter, die haben hier Leichen aufgelöst und haben das einfach in die Kanalisation gepumpt. Rette sich, wer Kanalisation, sage ich dazu nur. Hier war ja sonst nichts mehr zu finden. Kleiner Blick. Mal gucken, ob das irgendein... Man weiß ja nie. Wir sollen, oh mal, Schlüssel dafür? Für Poolcontainer. Ich frag mich, wo diese ganzen Schlüssel sind, Alter. Irgendeiner muss die ja haben. Wahrscheinlich, wenn wir hier überall Sicherung einsetzen, dann kommen wir an die ganzen Schlüsselfreunde. Also an die ganzen Schlüsselfreunde. Nicht an die Schlüsselfreunde. Obwohl am Ende des Games sind wir wahrscheinlich auch Schlüsselfreunde. Ich triffte ein bisschen ab, merkt man kaum. Ey, das ist so ein geiles Hotel, ne? Mir ist es übrigens gar nicht aufgefallen, wie viele verschiedene Arten von Zombies wir hier schon gesehen haben, ne? Wir haben den Schlürfer, den Geher. Dann hatten wir jetzt die... Hold on, she ain't talking to me. She's talking to somebody else. Whoa, whoa! What the fuck? Fire in the hole. Eine Explosion nach der anderen, Alter, was geht hier ab? Erstmal schauen wir uns aber das hier an. Oh man. Someone's big day got stamped into the dirt. Bro. Wir haben kein Wasser. Alright. Der möge jetzt sprechen. Okay. Oh mein Gott, alles ist schiefgelaufen. Oh scheiße, was ist passiert? Sag schon. Ist es das Virus? Nein, die Hochzeit. Der Pfarrer war schon beim Schlusswort, da fliegt die Tür auf und eine halbe Armee marschiert ein. Haben alle rumgeschmissen. Das Hotel ist jetzt ein Evakuierungszentrum. Das kann doch nicht sein. Die sind einfach reingeplatzt? Ja. Der Major Booker hat zu meiner Schwester gesagt, sie soll sich doch in Reno trauen lassen, lol. Und das hat sie überlebt? Wow. Wenigstens werdet ihr dann schnell evakuiert. Die im Chat sagen, das Virus soll die Hölle sein. Ja, aber Miss Becky hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt und weigert sich
weigert sich rauszugehen. Zu gehen, whatever. Bevor sie verheiratet ist. Wundert mich, dass das Hotel noch steht. Mal im Ernst. Ich muss zurück und ein bisschen helfen, bevor Mom den Verstand verliert. Ist klar. Sehen wir uns nächste Woche im Madisons? Die ganzen Gespräche, die wir jetzt hier so gefunden haben, die sind alle lustig. Ja. Aber auch ein bisschen dämlich, kann das sein? So einen tieferen Sinn haben die bis jetzt noch nicht erfüllt. Stairs. That's a stop. Okay. Also ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben ja gedacht, wir haben ein endloses Inventar, aber verbraucht. Nee. Teile. Teile können wir tatsächlich so und so viele. Oh, guck mal. Erhalten von findet man überall. Läufer, Schlürfer, Geher. Das ist ja interessant. Es gibt aber eine maximale Höchstzahl. Wir hatten schon ein paar Mal, wo wir keinen Schrott mehr aufheben konnten. Deswegen, das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist so funny, ne? Den ganzen Tag habe ich heute frei und chill so. Keine Anrufe, kein Nichts, keiner will was von mir. Na, kaum drücke ich auf Aufnahme. 4 Anrufe. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Es ist wieder mal der gute alte Rainer. Rainer Wahnsinn. Einen kleinen Schluck trinken. Ich denke mal, was auch immer da so viel Lärm gemacht hat. The 200s. Next floor should be the 3s. The 200s. Next floor should be the 3s. Sag's nochmal. Let's finish this. Okay, Chemikalien. Schlüssel zum Wäscheraum hervor. Dude! Du armleuchtende Kacknase der kackigen Kackheit. Brech dir die Beine. Ich den denn da gerade? Ach, da hängt noch das Shuriken bei denen in der Brust.
Der hat Arme an den Beinen. Ja, das ist aber auch krass. Also wir sehen, wir haben immer noch die Nachwirkungen, logischerweise, von der Infizierung. Wir müssen im dritten Stock. Haben wir eine blaue Waffe liegen, wenn es dann eine Waffe ist. Ich werde warten. Ach scheiße, falscher Knopf. Wenn ich weiterhin so viel nichts finde, habe ich bald keine Hand mehr frei, um all die genialen Dinge zu schleppen, die sich ganz sicher irgendwo hier verbergen. Ah. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Glück als ich. Es sieht so aus, als wären wir hier schon, als wäre hier schon jemand gewesen. Ich gehe jetzt nach oben, vielleicht finde ich da ja noch was. Ich kann wahrscheinlich durch den Aufzugsschacht nach oben klettern. Wir sehen uns. Ich werde warten. See. Du bist so ein Idiot. Okay. Auf jeden Fall eine Frau geschrieben. Du bist so ein Idiot. Ich kann es nicht fassen, dass du mir mitten in der Zombie-Apokalypse solche Streiche spielst. Die hätten mir beinahe in den Arsch gebissen, als ich versucht habe, den Schacht hinaufzuklettern. Das klingt witziger, als es war. Und du kriegst dich vor Lachen wahrscheinlich gerade nicht mehr ein. Haha. Ich sehe mich nochmal hier um. Wir wissen ja, wer in dieser Beziehung ein Auge fürs Detail hat. Außerdem hat der Herr dann Zeit, über seine Verfehlungen nachzudenken und zu bereuen. Wir können uns also hier treffen. Oder du sagst mir, wohin ich kommen soll. Herzchen. Und wage es nicht, mich nochmal zu verarschen. Das ist jetzt nicht mehr lustig, Calvin. Calvin? Ey, ich weiß, wo der ist. Der ist in Sons of Forest gelandet. Bitte komm zurück. Ich gehe nicht ohne dich. Ich liebe dich. Fucking hell. Schließfachschlüssel Nummer 33. Du willst mir nicht sagen, dass der Zombie jetzt direkt hinter mir gespawnt ist, oder? Chemiebombe? Someone's still burning things down. Oh shit. Chemiebombe, Alter. Einfach das Feuer ausgelöscht. You killed my men. I'll make you pay for everyone. Should put you in the pool.
Ich meine, ich kann überleben, dass wir hier keine Spiegel haben. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Das ist ja heutzutage quasi so Standard, Alter. Noch ein Safe-Schlüssel. Oder ein Bankschließfachschlüssel. Ein Schließfachschlüssel, wie auch immer das genannt werden soll. Bisschen Bargeld. Bisschen Zeug. Was hat der Zebraschiss oder was? Puh, Freunde, was? Da. Das ist schon ganz schön unangenehm hier. Hallo, Mr. Zombie. Boah. Fuckeroni, Alter. Das erinnert mich an wirklich die Hotel-Levels, Alter, in Dead Island 1, Mann. Oder die Häuser in der Stadt. Das war super unangenehm. Holy fuck. Also es ist wirklich schon next level eklig hier. Bei den meisten Sachen, man weiß nicht mal, was das gewesen sein soll. Ich meine, was hat man... Da ist eine Hand. Ist das eine Hand? Das ist eine Hand. Das ist eine Hand. Igitti fui.
Okay, aber Türen wegtreten oder so? Das hätte ich noch geil gefunden, dass man halt so eine Türen wegtreten kann. Bro. Der Boden ist Lava. Cool, wenn man die Sachen immer ausstellen könnte irgendwo. Okay, aber hier bin ich safe. Ich muss bloß darüber springen. Nein, super funktioniert. Autsch! Jo, au, 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 au. Too dangerous. Unless I can cut the power. Nachricht für einen Techniker. Hallo Isaac. Wer auch immer sich um dieses Chaos kümmert, muss sich unbedingt vor den offenen Leitungen im Aufzugsschacht in Acht nehmen oder sogar in 9. Der Sicherungskasten befindet sich neben der Tür, aber die Räume 201 und 203 hängen am selben Kreislauf. Also passen Sie auf, damit Sie Ihre Freunde von der Armee nicht verärgern, wenn Sie den Strom abstellen. Würde ich sagen, da rein. Oh, ich hab mich verliebt. Oh no! Okay, die paar neue Baseballschläger, die packen wir jetzt weg. Provisorisches Schwert. Das machen wir so. Ungewöhnliche Nahkampf-Einschläger-Mod. Müssen wir uns gleich mal angucken. Oh, guck mal. Eine Radmutterschlüssel in grüner. Gibt's auch einen Radvaterschlüssel? ...118 auch. Schon ist das Hackeball raus, Alter. Reparieren. Reparieren wir einfach so. Okay, wir haben das provisorische Schwert, das würde ich mir jetzt gerne mal ein bisschen angucken. Keine Gegenstandsmod. Schwere Angriffe laden schneller wieder auf und verbrauchen weniger Ausdauer. Wir machen das hier ran. Robustheit erhöht die Haltbarkeit. Okay, macht dann 131. Das ist nice. That's nice. Einschlägermod. Gewährt einen kleinen Boost auf physischen Schaden und Kraft.
Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt traumatisiert in Kraft. Wird ein traumatisierter oder verwundeter handelsüblicher Zombie, ich liebe diese Betonung, diese Formulierung, Betonung, handelsüblicher Zombie getroffen, fliegt er durch die Luft und schädigt alles, was er trifft. Also fliegt dann durch die Luft und dann so, hey Robert, und Robert so, ah. Es wäre geil, wenn man die Stats sehen könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Erhöht die Kraft. Vielleicht ist es dann besser. Nee. 158. That's crazy. Darüber. Power lever for the whole floor. Zu Not pro ein Shortcut hier. Go outside and take a break. Come back when I can be asked. Alright. Da kommen wir also auch nicht raus, weil wir da auch wieder einen Schlüssel brauchen. Okay, aber... Wo kommt denn das her? Nicht beanspruchtes Eigentum, Alter. Ist es so, wenn man Waffen liegen lässt? Das kann ich mir nicht vorstellen, eigentlich. Warte mal, ist das überhaupt unsere... Für unsere Stufe... Ey, das ist so teuer! Die Frage ist halt, lohnt sich das überhaupt? Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Ich meine, wir werden hin und wieder mal so eine Rohrzange finden. Ich weiß nicht, warum ich so gemacht habe. Weil es eine Rohrzange ist wahrscheinlich. Eine Wasserpumpenzange. Obwohl, nee, das ist keine Wasserpumpenzange. Das ist eine Rohrzange. Freunde! Wie es hier weitergeht. Das könnt ihr sehen. Und zwar, wenn ich die nächste Folge mit euch teile. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Ah, wenn es wieder heißt. Auf ins Getümmel, ich verstümmel die Lümmel. Haut rein, bye bye.